Mein Name ist Gabriela Oblung. Ich arbeite hier seit August 21 im Haus. Bin Wohnbereichsleitung im dritten Stock. Bin stellvertretende Pflegedienstleitung und halt Krankenschwester, also Pflegefachkraft. Also bin die Manuela Friedl. Bin hier als Wohnbereichsleitung im Wohnbereich 0 tätig. Bin unter anderem auch noch Praxisanleiter und bin Krankenschwester, also Fachkraft. Ich bin seit Mai 2008 hier im Haus, also zuvor schon im kleineren Danubius-Haus und habe diesen ganzen Umzug auch mitgemacht in das größere Haus. Ja, also so über 16 Jahren hier jetzt mit dabei. Meine täglichen Aufgaben im Haus sind die Dokumentation, die Organisation. Man ist weisungsbefugt, also in erster Linie die aktive Mitwirkung, Konzept des Hauses zu verwirklichen, also Kultur der Beachtung. Und auch die Menschen, die hier arbeiten, auch immer stetig und täglich daran zu erinnern, wie wir so arbeiten miteinander. Also die Wertschätzung, ja, steht im Vordergrund. Dann Bewohneraufnahmen, dass der Ist-Zustand des Bewohners auf Papier gebracht wird, die Risiken sofort sichtbar sind, die Maßnahmen gesetzt werden und dass da in der Dokumentation auch alles seine Richtigkeit hat. Täglichen Aufgaben sind also als Wohnbereichsleitung natürlich Organisation, Dokumentation, Ablauf, Tagesstrukturen erstellen oder auch die Nachtstrukturen erstellen, je nachdem. Aber natürlich auch für die Bewohner da zu sein, fürs Wohl der Bewohner. Dazu gehört natürlich auch die Pflege, aber auch einfach, dass es dem Bewohner einfach gut geht. Was macht mir besonders Spaß? Im Team zusammenzuarbeiten, das Miteinander. Also man ist nicht alleine, sozusagen. Ja. Ist es nicht. Also man bekommt überall Unterstützung, egal in welche Fachrichtung man gerade tätig ist oder welche Aufgabenstellung man hier hat, man hilft einander. Im Team, bei uns ist es so im Danubius-Haus, dass das einfach alles ist, was ich hier sehr schätze, ist, dass es übergreift, das ganze Jahr. Also es ist nicht so, dass die Reinigungskraft nur das macht und der Hausmeister nur das macht, sondern wir nehmen uns auch mal die Zeit und sagen, okay, wir nehmen uns den Besen in die Hand und machen das. Also das ist bei uns so dieses Team. Also nicht nur jeder macht so seinen Aufgabenbereich, sondern das ist übergreifende, das finde ich. Und das ist sehr, finde ich, toll bei uns. Besonders hier ist es hier im Haus, was mir gefällt, ist einfach, eben diese Teamfähigkeit, dass der Mensch im Vordergrund steht, das Konzept des Hauses. Und das ist es eigentlich. Und bei unserer Heimleitung haben wir immer offenes Ohr. Das sollte man vielleicht gut betonen hier auch im Interview. Das macht das Haus auch aus. Ich schätze am meisten hier im Haus, dass der Mensch im Vordergrund steht, die Menschlichkeit. Das ist mir sofort aufgefallen und deswegen bin ich ja auch habe mir das angeschaut, habe hier angefangen und bin hier auch geblieben und hoffe es, ich bleibe noch lange bis zum Ende.